Hallo und seid herzlich willkommen zu einem neuen Video. Was soll ich euch sagen, Freunde? Train Team Berlin hat geliefert. Und zwar das Update 1.05 für die Baureihe 481 für den Train Simulator Classic. Und zwar gucken wir mal in das Changelog rein, was uns alles erwartet. Neu, alle Fahrzeuge mit funktionsfähigem Umlaufrollband. Das ist die Ziffer, die hier sozusagen neben dem einen Frontscheinwerfer ist. Dazu kommen gleich noch ein paar Details. Dann gibt es zwei neue Fahrzeuge, und zwar einmal in Traditions- und einmal im Ursprungslack mit komplett funktionsfähigen Linien und Zielrollband. Dann kann ich künftig alle Umlaufnummern für alle Linien ansteuern. Das war ja bis dato so ein bisschen restriktiv gehandhabt. Also nur sozusagen die Umlaufnummern, die auch passen. Jetzt kann ich also sozusagen bei jeder Linie jeden Umlauf schildern. Und wir haben Reserveumläufe mit dabei. Die gab es mal. Viel im Netz Reservezüge. Das sind die Nummern, Umlaufnummern 87 bis 99. Das sind die Reserven Weidmannslust, Lichtenberg, Ostbahnhof, Westkreuz, Wannsee, Erkner, Schöneweide, Ostkreuz, Südkreuz, Westend, Nordbahnhof, Oranienburg und Anhalter Bahnhof. Dann Ringlinien können ringunabhängig vom Fahrziel schildern, also auch wenn wir sozusagen, ich sage mal, keine komplette Runde fahren, können wir trotzdem Ring schildern. Dann wurde das IBIS-System, also die Listen, die dort hinterlegt sind, wurden komplett überarbeitet. Da gibt es wirklich die also absurdesten Möglichkeiten. Also alles, was irgendwie geht, was in nächster Zeit möglich ist, wurde dort berücksichtigt. Integration der Linien S15, S26, S31, also die S3 Express oder S3X. S4, das war sozusagen die alte Vollring-Variante. S6 und S86 im IBIS, das wurde alles hinzugefügt, als der 481er rauskam. Für den Train Simulator Classic, da war ja vom Ring bzw. vom Add-on, was uns hier erwartet, noch gar keine Rede. Und das wurde also alles dort jetzt integriert. Dann haben wir für alle bestehenden Linien die maximalen Laufwege. Das heißt also, alles, was sozusagen mit dieser Linie maximal fahrbar ist, haben wir dort drin. Zum Beispiel ja, S45 bis 47, die S9. Und zwar basierend auf der S-Bahn-Chronik bzw. Zuggruppen-Chronik 2000 bis 2024 und künftige Erweiterungen. Das Einzige, was noch fehlt, ist Gartenfeld. Was aber schon drin ist, ist die S15 über die sogenannte Cherusker-Kurve. Das heißt also vom Ring abzweigend. Quatsch, was erzähle ich da? Also sozusagen ja, Potsdamer Platz abzweigend durch den neuen, noch zu bauenden Tunnel über den Hauptbahnhof und dann rauf auf den Ring und dann später, so ist es jedenfalls stand jetzt vorgesehen, nach Weidmannslust auch mit dabei. Und das ist aller Ehren wert, weil sehr, sehr aufwendig ebenfalls. Weitere Stationen und Zuggruppen mit entsprechenden Anzeigen und Ansagen. Ich habe mal reingeguckt in den Ordner, nur für die ZAT-Ansagen, was auch gleichzeitig Bahnsteigansagen sind, die kriegen ja einfach bloß einen anderen Hall-Effekt. Da sind 128 Dateien drin, also teils einmal in der Mitte, dann habt ihr einmal einsteigen, einmal zurückbleiben bitte. Und noch ein paar, ich sag mal, neutrale Ansagen, einsteigen, zurückbleiben. Zurückbleiben mit Nachdruck gibt es auch, das zeige ich euch nachher noch unterwegs. Wie gesagt, unfassbar viele Ansagen sind dazu gekommen. Damals war ja bloß S25, also das, was man für die S25 und ich sag mal vielleicht noch mitgelieferte Szenarien braucht. Aber jetzt haben wir alle möglichen Endpunkte und auch ein paar markante Unterwegsbahnhöfe, wo man Zug umgedreht werden kann, mit dabei. Gleiches gilt für Funkansagen. Da gibt es eine Art Baukastenprinzip. Da sind Funkbezeichnung und Zielbahnhof sind separat. Da werden sich die Szenarienbauer freuen. Die können richtig in die Tasten hauen. Und ja, da wurde unfassbar viel Aufwand betrieben. Auch der liebe Mozart hat ein paar neue Ansagen eingesprochen. Zum Beispiel Hauptbahnhof tief. Was ist mit bei Seegefeld?
Und alle möglichen anderen Sachen, die uns gegebenenfalls noch erwarten. Perleberger Brücke, Gleisdreieck, alles mit dabei. Des Weiteren ist der sogenannte Ringbug behoben worden. Das heißt also, wenn ich sozusagen von Gesundbrunnen nach Gesundbrunnen fahre, eine komplette Runde, dann hat das Ibis gesagt, nee, mache ich nicht, da war ich schon mal. Das funktioniert also. Ich kann also Vollring fahren und brauche also nicht dieses Workaround, was es da mal gab, zu bedienen. Und mehrere nicht tönende Stationsansagen behoben. Also da gab es Fälle, da ist halt meine Ansage nicht gekommen, das wurde alles geheilt. Also man hat da auch sozusagen ein bisschen Fehlerbereinigung gebracht und das gesamte Ibis von fehlerhaften Verknüpfungen, IDs und was weiß ich behoben. Also viel, viel, viel Aufwand und Arbeit, auch unter der Haube, wie man so schön sagt. Gut, dann würde ich sagen, drehen wir mal so eine kleine Proberunde und gucken, wie der Zug mit dem neuen System auch außerhalb der S25 performt. Wir fahren natürlich standesgemäß mit einem 481er in der Ursprungslackierung, weil dort waren diese Rollbänder regulär vertreten in der ersten Zeit, bis das dann irgendwann mal alles auf LCD umgestellt worden ist. Da würde ich sagen, machen wir unsere Eisenbahn mal bereit. Schwingen uns in den Führerstand. So. Batterie. Beleuchtung, Fahrgastraum. Signalleuchten. SIFA aus, wie sich das gehört, wenn wir hier durch die Gegend fahren. Schlüssel aus dem Rucksack zerren. Reinstopfen. Umdrehen. Hauptschalter. Federspeicher Richtung vorwärts. So, jetzt haben wir unseren Zug auf jeden Fall schon mal beleuchtet. Ihr seht, das Zielschild ist auch schon beleuchtet. Die Umlaufziffer befindet sich von euch aus gesehen neben dem rechten Frontscheinwerfer. Die ist nicht beleuchtet, das ist aber völlig korrekt so, weil nur innerbetrieblich. Gut, dann knüpfen wir uns mal das Ibis vor. Ganz wichtig beim Rollband. Könnt ihr die Dinge schildern, die als diese Rollbänder aktiv waren oder als die noch verbaut waren, was dort angezeigt werden konnte? Wenn ich beispielsweise eine Route eingebe nach Südkreuz, dann gibt es bei der Ansage, steht dann, wird dann auch Südkreuz gesagt, aber geschildert wird Papestraße, weil damals hieß der Bahnhof schlicht und einfach noch nicht Südkreuz. Und all solche Geschichten, also zum Beispiel Flughafen BER steht dort auch nicht, weil damals hieß der Bahnhof Flughafen Schönefeld. Und man hat also sozusagen die damaligen Ziele. Die Route grundsätzlich funktioniert, aber es wird halt gegebenenfalls nicht alles angezeigt, beziehungsweise mit den alten Bezeichnungen. Gut, so, dann legen wir mal los mit unserem Ibis. Als erstes stellen wir die Linie ein und nehmen einfach mal die S 41. Wir fahren nämlich hier Ring im Uhrzeigersinn. S41, 42 gab es damals auch nicht. Nachher müsste, glaube ich, S4 drin stehen, wenn mich nicht alles täuscht. Und damals gab es auch noch nicht Ring linksrum, links, rechtsrum mit diesen Pfeilsymbolen, sondern da gab es Vollring über Ostkreuz und Vollring über Westkreuz. So, das wäre natürlich viel zu langweilig, wenn wir hier mit einer normalen Umlaufnummer fahren würden. Deswegen suchen wir uns eine schöne Reserve raus. Ja, nehmen wir mal die Reserve Westend. 96. Jetzt gucken wir mal kurz nach draußen. Und das rödelt hier durch. Also die Reservezüge sind ganz hinten. Das kurbelt jetzt erstmal eine ganze Weile. Aber ich will es auch nicht überspringen, damit ihr euch nämlich mal den ganzen Reigen der Reservezüge anschauen könnt. Aber das dauert eine Weile. Komm, wir machen jetzt mal direkter Ziel. Und wir haben Ring im Uhrzeigersinn. Das ist die 55.
So, wir sind in Oslo. Ihr hört inzwischen schön das Surren der Motoren von den Rollbändern. So, das Kreuz. Habe mir extra die Liste mal klein ausgedrückt, ansonsten sucht ihr euch hier tot. Ja, ist klar, ganz oben. 2, Enter. Und dann schauen wir mal. Jetzt kommen die Reservezüge, Reserve Westend. Wie gesagt, damals gab es S41, 42 noch nicht. Da hieß das alles S4. Da gab es auch, wie gesagt, die Ringsymbole nicht. Dann erfreuen wir uns mal an den durchlaufenden Zielschildern. Vollring über Westkreuz. Genauso ist es. Die Durchsagen unterscheiden oder sind nicht angelehnt daran, ob ich eine Rollband oder eine LCD-Anzeige habe. Die sind auf dem aktuellen Stand. Das Einzige, was ist, wenn ich zum Beispiel mit der LCD-Anzeige Flughafen BER schildere, sagt er nach Flughafen Schönefeld. Vielleicht kommt das ja noch nach später. Oder wird noch nachgereicht. Da reicht im Prinzip eine einfache Sounddatei, die man mal austauschen kann. Aber das sind alles Kleinigkeiten. Ich denke mal, das Update war unfassbar aufwendig. Also alleine schon das Einsprechen der vielen, vielen zusätzlichen Ansagen. Dazu noch die Skriptarbeit, die Grafikarbeit mit dem Rollband. Also das ist schon aller Ehren wert für einen Zug, der schon ein paar Jahre alt ist. Jetzt noch für Umme einfach mal so ein riesengroßes Update rauszuhauen. Dafür auf jeden Fall an das Train von Train Team Berlin und allen anderen Mitwirkenden vielen, vielen Dank. Finde ich wirklich großartig und bringt einen echten Mehrwert. Wie gesagt, ihr könnt jetzt das komplette Netz schildern. Ihr habt für alles, für das komplette reale Netz und das künftige, was absehbar ist, Ansagen, Beschilderungen und ja, jetzt brauchen wir bloß noch ein paar neue Strecken. Zum Thema weitere S-Bahn-Strecken, da haue ich nachher mal noch einen Beitrag raus und eine Abstimmung. Da geht es um die Zukunft, wie kriegen wir weitere S-Bahn-Strecken, weil der liebe Jan Bleis hat in einem Eintrag erzählt, dass er in 2 Jahren auf Rente geht. Das geht natürlich nicht. Also ich hoffe, er macht noch eine und es muss ja irgendwie weitergehen. Und ja, da habe ich mal so einen Vorschlag und würde mich mal interessieren, wie ihr so dazu steht. Ich sage erst mal Thema Crowdfunding. Aber alles andere steht in dem Artikel, das verlinke ich euch natürlich auch noch in der Infobox. Und ja, dann würde ich sagen, lassen wir mal die Fahrgäste rein. Warten auf die An. Also in Ostkreuz haben wir sozusagen eine Aufsicht und deswegen haben wir da ein bisschen Halt. Das ist quasi die Ansage von der Aufsicht, das ist quasi die ZAT-Ansage. Genau, da wird also gesagt, Ring 41, weil wie gesagt, das System weiß oder ist unabhängig davon, ob wir Rollband oder LCD haben. Da wird jetzt nicht extra Vollring angesagt, weil wir jetzt hier ein Rollband haben. Und die Ansage setzt ein bisschen später ein, damit wir nicht diese 35 Sekunden nichts hören. Das ist schon ziemlich cool. Gut, dann würde ich sagen, brausen wir mal los. Nullstellungszwang.
Ich hab vergessen, auf FGI Start zu drücken. Nächste Station, Treptower Park. Übergang zu den S-Bahn-Linien 8, 85 und 9. Fahrgäste zum Flughafen Schönefeld steigen bitte hier um. Passengers traveling to Schönefeld Airport, please change here. Ringbahn 41, einsteigen bitte. Jetzt haben wir also eine ZAT-Ansage, das heißt also ohne Echo, aber egal ob über Bahnsteiglautsprecher oder über den Triebfahrzeugführer, das sind die gleichen Ansagen, bloß einmal mit Hall, einmal ohne Hall. Wie gesagt, zurückbleiben kommt erst, wenn die 35 Sekunden rum sind. Ringbahn 41, zurückbleiben. Jetzt die Ausfahrt nochmal in vernünftig, hoffe ich. Also außer, dass wir jetzt diese wunderbaren Rollbandanzeiger haben, wurden auch einige Sachen bei der LCD-Version korrigiert. Richtigerweise haben wir jetzt auch Flughafen BER ist jetzt mit dabei. Ja. Flughafen Schönefeld gibt es aber auch. Nächste Station, Sonnenallee. Ringbahn 41, einsteigen bitte. Ringbahn 41, zurückbleiben. Thank you.
Nächste Station, Neukölln. Übergang zu den S-Bahn-Linien 45, 46, 47 und zur U-Bahn-Linie 7. Kollege auf dem Nachbargleis. So, hier bleiben wir mal stehen und spielen mal ein bisschen rum. Jetzt werde ich nämlich die S41 mal einkürzen. Und zwar bloß bis Südkreuz. So, wir sind in Neukölln. So, also wir haben Südkreuz geschildert und dran stehen tut Papestraße. Ringbahn 41, zurückbleiben. Aber da wir S4 geschildert haben, sind wir halt noch ein ganz normaler Ringbahnzug, fahren aber halt bloß bis Südkreuz, ehemals Papestraße. Nächste Station, Hermannstraße. Übergang zu den S-Bahn-Linien 45, 46, 47 und zur U-Bahn-Linie 8. Ringbahn 41, einsteigen bitte. Ringbahn 41, zurückbleiben. Also auf jeden Fall echt ein fettes Update und
Es gibt einmal sozusagen das Update einzeln, was man dann rüberplätten kann. Ansonsten, wenn ihr euch den Zug komplett runterladet, ist der natürlich schon geupdatet. So, kleiner Trick, wenn ihr so eine Vorbeifahrt von der Seite haben wollt, wartet immer, bis der Zug in der Kurve ist. Wie anfangs erwähnt, nächste Station Tempelhof, Übergang zur U-Bahn-Linie 6. Den gibt es mit Rollband auch noch in der Traditionslackierung. Also in dieser hier, die uns gerade entgegenkommt. Ringbahn 41, einsteigen bitte. Das Update bei Train Team Berlin verlinke ich euch selbstverständlich auch in der Infobox. Ringbahn 41, zurückbleiben. Parallelabfahrt, außer dass die gute Frau hier ein bisschen ungünstig an der Kante steht. Nächste Station, Südkreuz. Übergang zu den S-Bahn-Linien 1, 2, 25 und zum Regional- und Fernverkehr. Noch die Durchsage kommen, dieser Zug endet hier. Thank you.
Jo, dann sind wir am Ziel angekommen mit unserer kleinen Vorstellung des Updates 1.05 für den 481er. Danke, dass ihr wieder bei mir mitgefahren seid. Ich hoffe, ihr hattet etwas Spaß. Und dann hoffe ich, euch im nächsten Video wiederzusehen. Und bis dahin habt eine gute Zeit. Macht's gut und tschüss.